Alone in the Dark heißt dieses Spiel und wem das bekannt vorkommt, das gab es schon mal vor 32 Jahren, glaube ich. Fritz, kannst du dich noch ans alte Alone in the Dark erinnern? Hast du das damals gespielt? Ich kann mich daran erinnern, habe es aber nicht selbst gespielt. Ich habe immer nur Bilder von gesehen, Videos von gesehen und irgendwann mir auch mal ein bisschen so Longplays angeschaut. Allerdings erst als Longplays dann irgendwann ein Ding waren. Und ich habe dann erst mit der Serie angefangen, als sie das erste Mal so ein bisschen ihren Reboot erfuhr. Nämlich, war das A New Nightmare oder so hieß das, glaube ich? Das mit diesem Langhaarigen in der Stadt, mit dem Lichtding? Nee, das war dann nochmal später. Es gab, es war zwischendurch, war es ja auch ein bisschen auch im Grunde genommen auf den Spuren von Resident Evil wieder, nachdem es erst die Vorlage gelegt hat. Es gab noch einen Titel dazwischen, zwischen diesem, 2008er Xbox 360 Generationsspiel mit der verkorksten Steuerung und dem eigentlich sehr coolen Setting, gab es nochmal ein eher klassisches Spiel. Okay. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich nur ans Original sehr, sehr gut erinnern damals. Das war ein Meilenstein, der Erfinder des Survival Horror irgendwie, der dann durch Resident Evil erst richtig groß wurde. Das hier ist ein Reboot und eine Neuinterpretation des alten Spiels. Das heißt, wir spielen die gleichen Charaktere. Wir sind auch im Süden der USA, in Louisiana, unterwegs. Das Ganze hat hoffentlich sehr viel Cthulhu-Vibe, wie das Original damals schon. Wir schauen eine Stunde etwa rein in unserer Reihe Keep or Kill. Und wir starten ein neues Spiel. Du hast es schon durchgespielt und sagst, ich soll auf leicht spielen. Meine Empfehlung ist, das auf leicht zu spielen, weil die Kämpfe absolut kein Highlight vom Spiel sind. Und deshalb ist es gut, wenn man sie einfach relativ problematisch und ohne Nerverei hinter sich bringen kann. Schwierigkeit, modern oder oldschool? Extra Hilfe für glattere und leichtere Spielerfahrung. Oldschool, das war damals natürlich schon rätselmäßig ein ganz schöne Hausnummer. Dank Lösung auch haben wir uns ja trotzdem durchgewurschtelt. Auch da wäre ich eher für modern. Ich bin zwar sonst jemand, der gerne zurückhaltendes Interface mag, aber wenn man hier die Tipps eher so ein bisschen zurückfährt, das kann man stufenweise machen zum Teil, aber ich habe nie so gedacht, mir fehlt da jetzt irgendwas, nur weil ich in den Raum reingekommen bin und ich erkennen konnte, was interaktive Objekte sind, also weil da einfach ein kleiner Kreis oder so dran ist und solche Geschichten. Ich brauche nicht nochmal zusätzlichen Scan-Modus oder solche Geschichten. Ja, dann gehe ich es mal auf modern. Es ist nicht nur das. Also es gibt auch ein bisschen, wie viel, sagen wir mal, die nächsten Missionsaufgaben beschrieben werden und solche Geschichten. Aber ich fand das mit modernen hatten das einen angenehmen Flow gehabt. Wenn ich wirklich ein tiefes Rätselspiel haben will, spiele ich sowieso heutzutage was anderes. Also von daher fand es okay mit modern. Dann starten wir jetzt einfach mal. Und es beginnt wie das Original mit dem Frosch. Ist ja schön. Ein Frosch und ein Auto. In den Bayous. Mhm. Du spielst jetzt auf Deutsch, Englisch oder? Wir spielen auf Deutsch, deutsche Sprache, deutsche Texte. Könnt ihr mal sagen, wie euch das gefällt. Im Original werden die Figuren gesprochen und personifiziert von zwei bekannten Schauspielern. Ihren Namen konnte ich mir leider nicht merken bisher, die kannte ich auch vor dem Spiel nicht. Aber ihn hier, den Helden, kennen wir spätestens seit Stranger Things. Was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen, ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn, aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber schick ist das schon. Hm. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Shadow? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist es nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby.
Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die wäre? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Gleich kommt auch das Batmobil nochmal mit dem Joker vorgefahren. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Also die Synchro ist mal richtig gut. Bin ich jetzt glatt überrascht. Ne? Ja, ja. Also richtig, da möchte ich... Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. Man kann das auch auf Englisch spielen mit deutschen Untertiteln. Also man kann die Sprachausgabe und die Untertitel mit unterschiedlichen Sprachen einstellen, was ich gerade bei Storyspielen immer sehr wichtig finde. Das ist wahnsinnig wichtig, ja. Okay, wen nehmen wir denn? Wie im Originalspiel können wir uns aussuchen, ob wir als Emily Mortimer spielen oder als Edward Carnby. Ich gebe zu, sie gefällt mir sehr gut, jetzt nicht aus Attraktivitätsgründen, aber so von dem ganzen Vibe, den sie ausstrahlt, wie im Original, die auch. Er sah im Original ganz anders aus. Ich weiß aber nicht, ob man den aus dem Original nochmal spielen will. Der wirkte wesentlich älter, fragiler und hatte so einen komischen spitzenroten Schnurrbart. Den hat hier David Harbour nicht. Dafür sieht er ein bisschen aus wie ich und das ist natürlich auch nicht verkehrt. Also wen nehmen wir? Meine Empfehlung ist tatsächlich, mit Emily anzufangen, weil ich ihre Erzählung, auch wenn die sehr, sehr ähnlich sind, am Ende kohärenter fand. Also wie sie auf Sachen reagiert, wo sie was hinterfragt. Das war mir mit Edward an manchen Stellen ein bisschen, also zumindest beim ersten Mal durchspielen, kam es mir ein bisschen holpriger vor, weil er manchmal nicht ganz so reagiert, wie ich es vielleicht erwarten würde. Mhm. Deshalb fand ich Emily im ersten Durchgang, oder würde ich sie eher für den ersten Durchgang empfehlen. Na gut, dann nehme ich sie jetzt mal. Außerdem, aber sehen wir auch gleich, warte. Hallo? Es ist so still. Wo sind denn alle? Ist ziemlich groß. Vielleicht auf der anderen Seite vom Haus. Bleiben Sie hier. Ich schaue nach. Emily hat nämlich eine Pistole dabei, während Edward standardmäßig als erste Waffe einen Revolver dabei hat. Das heißt, Emily kann schneller nachladen. Was in Kämpfen manchmal ganz nützlich sein kann. Außerdem hat sie 7 Schuss im Magazin, während Edward natürlich dann nur 6 Schuss in der Trommel hat, quasi. Und die einzeln nachlädt. Okay, also wir gehen hier über die Garage rein. Die Geschichten oder die Spieldurchgänge sind sehr unterschiedlich oder sehr ähnlich? Oder wie ist das, wenn ich jetzt, lohnt es sich mit beiden das durchzuspielen oder sind das nur Nuancen? Die sind sehr, sehr ähnlich. Es gibt für jeden Charakter einen ganz individuellen Spielabschnitt. Also eine eigene quasi Unterstory für jeden Charakter. Ansonsten sind die Unterschiede in der, wo man hinkommt, was man machen muss als Aufgabe, wirklich nur minimalst anders. Und anders als jetzt zum Beispiel bei Resident Evil, erlebt man nicht die beiden Geschichten, wie erkläre ich das am besten? Gleichzeitig, also wenn ich jetzt mit David gespielt hätte, beziehungsweise mit Edward, dann beginnt es trotzdem hier in der Garage läuft er dann durchs Foyer rein? Nee, das ist genau, also genau, das ist gut. Also wenn du jetzt mit Edward gestartet hättest, dann würden die beiden Figuren einfach nur die Plätze tauschen. Okay. Du erlebst quasi nicht die andere Seite der Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass du dann mitbekommst, oh, wo kommt denn jetzt die Figur B quasi in der Zwischensequenz auf einmal her und du das in dem anderen Durchlauf dann erfährst, wo die herkommt. Nee, die wechseln dann einfach die Rollen
Und teilweise sind natürlich die Dialoge anders, teilweise reagieren die Figuren anders auf dich. Das ändert sich schon so ein bisschen. Aber es ist nicht eine umgedrehte, also ein Perspektivwechsel so richtig. Es laufen nicht zwei Geschichten parallel. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich ehrlich gesagt dachte, dass das so läuft. Also, dass ich dann einfach sehe, was den anderen passiert in der Zwischenzeit. Aber so ist es wirklich gar nicht. Man muss sich das eher vorstellen, als würde die, als gäbe es eine Art alternative Realität für die andere Figur. Ja, okay. Mhm. Ja, ist echt ein bisschen schade, weil dann, so wie das Spiel wird halt dieses Jahr gut, dann spielst du es halt nochmal durch, dann ein bisschen andere Dialoge, aber ne, ist jetzt nicht so wie bei Resident Evil, dass ich quasi zwei unterschiedliche Perspektiven auf die gleichen Erlebnisse habe. Das ist tatsächlich schade. Genau. Also zumindest nicht von dem, wie du durch die Level gehst und was du so erlebst. Das ist sehr, sehr nah beieinander, bis auf, wie gesagt, den jeweils persönlichen Abschnitt. Und du kannst, es gibt ein normales Ende. Es soll aber auch geheime Enden geben. Dazu musst du dann in den Leveln lauter so kleine Sammelobjekte. Sie haben das Haus drumherum gebaut. So Sammelobjekte finden. Und die kannst du wohl nicht in einem Durchlauf durchspielen. Also nicht in einem Durchlauf finden. Also musst mehrmals durchspielen. Dabei ändert sich das Spiel aber nicht wirklich doll. Also es ist jetzt auch nicht im Sinne von New Game Plus, dass du dann irgendwie von Anfang an mit allen Waffen oder so spielst. Wobei es auch nicht viele Waffen gibt. Aber es gibt ja auch keine Upgrades oder so. Also es ist jetzt nicht, New Game Plus ist im Grunde genommen dasselbe nochmal machen mit der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwo nochmal ein paar andere von diesen Sammelobjekten findet. Mhm. Gibt es denn einen Koop-Aspekt? Also dass ich, machen die Dinge gleichzeitig, dass ich jetzt den Edward irgendwann treffe und sozusagen, wie sagt man denn, Begleitermissionen habe? Nee, das gibt's nicht. Sie treffen sich ohnehin nur sehr, sehr selten. Also sie machen sehr selten was zusammen, was ein bisschen schade ist, weil es eine etwas verpasste Chance ist. Mit Emily ist es teilweise noch etwas öfter, dass die beiden sich treffen und dann auch ein bisschen Interaktion zwischeneinander haben, was ja eigentlich auch wichtig ist zum Erzählen. Ne? Ja, vor allem ist es narrativ auch eher logisch, weil jetzt komme ich in so ein unheimliches Herrenhaus. Würde ich jetzt, wenn ich schon zu zweit da bin, auch, glaube ich, lieber zu zweit erkunden wollen. Nee, man trifft sich nur ab und zu mal. Also es ist wirklich überschaubar, die Begegnungen. Wie lange geht es denn ungefähr? Kommt ein bisschen darauf an, wie man an Rätseln vielleicht auch mal hängen bleibt. Es gab eine Stelle, wo ich tatsächlich eine halbe Stunde dran hängen geblieben bin, ein Rätsel. Allerdings nicht, weil das sonderlich clever war, das Rätsel, sondern weil es einfach in der deutschen Übersetzung hat das Rätsel nicht mehr funktioniert. Zumindest nicht ganz so, wie es funktionieren müsste. Ich will jetzt nicht spoilern, aber man konnte schon noch drauf kommen, weil man den englischen Originaltext gesehen hat noch. Aber da, ich habe es gesehen, dass die beiden Tester von GameStar und GamePro mich beide... Ja, das lassen wir jetzt nicht ganz durch. Nee. Die haben mich beide angeschrieben und gefragt, wie sie das lösen sollen. Das war schon ein Hinweis darauf, dass ich offensichtlich nicht der einzige Idiot war, der daran hängen geblieben ist. Und ich wette, diese eine Stelle, da geht es mal in Safe, so viel kann ich sagen, ohne zu spoilern. Ich wette, das wird eines der ersten Dinge sein, die in irgendwelchen Foren auftauchen, so nach dem Motto, wie löst man das? Zumindest in anderen Sprachen, vielleicht in der englischen Version wahrscheinlich nicht so doll, aber in anderen Sprachen. Das haben ansonsten wir beim letzten... Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz, weil du noch gefragt hast, wie lang... Ich würde so für einen Durchlauf am ersten Mal so vielleicht 7-8 Stunden so ungefähr rechnen. Wie gesagt, kommt ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad an, wenn man lange in den Kämpfen hängen bleibt, wobei die zum Glück recht kurz sind, aber es macht auch jetzt nicht sonderlich Spaß, lange in den Kämpfen hängen zu bleiben. Und bei einem zweiten Durchgang, wenn man dann schon mehr weiß, dann ist man da vielleicht so in 4-5 Stunden durch. Das geht dann relativ flott. Und wie lange man jetzt braucht, um alle geheimen Enden zu finden, das kann ich dir nicht sagen. Genau, das sind hier diese besonderen Sammel-Items, die man finden kann in jedem Spieldurchlauf. Und sobald man drei von denen findet, dann ist ein Set zusammengestellt und dann kann man nochmal ein zusätzliches geheimes Wissen dem Spiel entlocken. Ein bisschen. Manchmal ist es nur so Fluff
Infopiece. Manchmal ist es tatsächlich auch ein bisschen ein Geheimnis. Und wenn man die wohl alle hat, kann man wohl auch geheime Enden freischalten. Also ich finde es jetzt von der Optik her echt hübsch. Mhm. Und auch gerade mir gefällt das Interface total gut. Mit diesem, mit dieser Art Deco-Schriftart ein bisschen wie bei, ja. Ich glaube, es ist die gleiche wie bei Prey. Also, so, also die, für mich fand ich, waren die größten Stärken die Atmosphäre der Umgebung. Also die Level sind wirklich einfach schön gestaltet, sehr atmosphärisch gestaltet. Und grundsätzlich diese ganze Atmo von der Story. Die Story ist vielleicht jetzt nicht immer ganz, kann ich immer in jeder Sekunde komplett überzeugen, aber das, die Atmosphäre, die sie am Ende erzeugt, funktioniert. Von ihrer eigenen unüberlegten Entscheidung überrascht, brach Emily in Ducedo ein. Sie überlegte, wie sie ihre Geschichte darlegen sollte, falls man sie erwischen würde. Aber ihr fiel nichts Überzeugendes ein. Sie war nicht besonders gut in Augenwischerei. Idealerweise fand sie einen Weg, die Vordertür zu öffnen und Detective Carnby hineinzulassen, damit er sich um die Situation kümmern konnte. Das ist ja auch cool gemacht. Ganz das wichtiger Tipp bei den Dingern jetzt hier. Ja. Es kommt immer mal so eine Einblendung, wenn quasi eine neue Notiz ist. Am besten möglichst schnell sich die immer mal durchlesen, weil da wird die Geschichte auch ein bisschen nochmal zusammengefasst und manchmal werden so bestimmte Einsichten und bestimmte Gedankengänge da nochmal erzählt, die vielleicht in der Geschichte in Zwischensequenzen oder in Dialogen gar nicht so klar wurden. Also ich würde das auf jeden Fall immer anmachen. Und wir haben es auch gerade eben gesehen, als wir die Notiz gefunden haben. Alle Notizen werden vorgelesen. Also alles ist vertont. Das ist total cool. Ja, vor allem sehr gut vorgelesen. Und überhaupt, das ist nicht nur... Oh, aha, da ist schon erstes Rätsel. Auswählen. Da brauchen noch, da brauchen noch, da fehlt noch was. Bitte den Kessel nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Ja, die sind echt sehr schön. Das sieht nicht sicher gelesen. Aus. Und... Nicht durchgehen. Ah, ja, okay, nicht durchgehen. Sie hat doch noch gesagt, das sieht nicht sicher aus. Ja, nur weil was nicht sicher aussieht... Es lohnt sich übrigens auch, diese insofern sich anzuhören, weil manchmal sind sogar... Also ich hatte sogar mal eine Stelle, wo der Text gar nicht alles gezeigt hat, was die Stimme eingesprochen hat. Also da war dann noch mehr als die eigentliche Vertonung ist. Und also jede eine Figur Karte habe ich noch nicht. Das muss ich mal Karte kriegst du noch, finden. Genau. Nee, du warst auch schon. Dreh ich mal um. Genau, geh mal wieder aus der Küche raus. Nee, falsche andere Richtung. Da kommst andere du ja. Richtung, da ist die Waschküche. Ist aber die Küche und so, das sieht echt total stimmungsvoll aus. Ne? Also die ganzen kleinen Details und so. Jetzt gehen wir hier nach links. Und jetzt kannst du, nee. Geradeaus weiter. Ach, da war ich schon. Und jetzt kannst du hier die Treppe hochgehen. Ja, okay. Finde es natürlich auch schön, dass die Taschenlampe einen Schatten wirft. Ja, das ist ganz... also das wäre bei so einer Art von Spiel, wäre mir das rein, echt zu wenig. Ja, kannst du ruhig machen, genau. Da ist die Bücherei. Ist das hier die Eingangstür? Nee. Ich brauche den Schlüssel. Na, da brauchst du erstmal den Schlüssel. Ja, aber ich muss doch im Erdgeschoss... Ach so, da ist zugesperrt von innen. Genau, da musst du erstmal hinkommen. Hm. Lottis Tagebuch. 22. Juni. Schmerzmittel, großer Salon, Fäulnis. Also es lohnt sich wohl schon, das alles durchzulesen. Ja, also allein deshalb ist diese Vertonung gut, dass das alles vertont ist, weil es bildet sich... nach und nach natürlich halt ein Bild, was da los ist und auch so die ganzen Zusammenhänge, die werden beim ersten Durchgang, muss man schon ganz schöne Sprünge machen, um so alles so halbwegs zu schnallen. Beim zweiten Durchgang ist es dann schon, versteht man schon viel mehr, was könnte das denn hinlaufen und was ist eigentlich wichtig von den Informationen, weil man natürlich auch nicht so richtig weiß, ja, wo geht denn die Geschichte hin, wie muss ich denn eine Information, die ich bekomme, was ist das? Wie muss ich die einordnen? Mhm. Veranda. Ach so, das war schon die richtige Tür. Ja, okay. I gedrückt halten zur Karte statt M. Naja, das ist wahrscheinlich für Gamepads eher ausgelegt. Das kannst du aber umlegen. Also die Tastenbelegung müsste sich ändern lassen. PC-mäßig, weil ich glaube, ich habe auch irgendwie Ausweichen oder so, habe ich umgelegt. Kennen wir den Raum nicht? Wir hatten ja mal diesen kurzen Prolog gespielt mit dem Mädchen. Hm?
Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, als wäre das hier der Platz gewesen. Das weiß ich nicht, ob es der Platz war, aber wir kommen auf jeden Fall da auch nochmal hin. Das finde ich übrigens super schade. Der Prolog ist nicht drin im Spiel. Also okay. Dieser Demo-Abschnitt. Den kann man, glaube ich, als Demo immer noch runterladen. Aber es ist halt voll blöd, dass das nicht eingebaut wurde. Man braucht ihn nicht unbedingt, aber warum ihn nicht drin haben? Achso. Halt! Nicht! Na, wo kommt er denn her? Entschuldigung? Wissen Sie, wo ich Jeremy Hartwood finde? Natürlich nicht. McCaffrey, was machen Sie da? Ich sagte, lassen Sie das Kind nicht aus den Augen. Nur keine Sorge, Max. Ich finde den kleinen Wildfang. Wer sind Sie denn bitte? Und was machen Sie hier? Es tut mir wirklich leid, aber ich suche meinen Onkel. Er heißt Jeremy Hartwood. Was machst du, ihr Kind? Du darfst nicht allein sein. Geh zu McCaffrey. Wer sind Sie? Sind Sie hier für das Fei-Dodo? Geh nach oben. Sofort. Mein Name ist Emily Hartwood. Ich bin die Nichte von Jeremy Hartwood. Das ist Detective Carnby. Polizei? Was machen Sie hier? Nein, ich bin Privatermittler. Verzeihen Sie die Störung. Miss Hartwood sorgt sich um Ihren Onkel. Er ist Patient hier in Dusseto. Könnten Sie uns sagen, wo wir ihn finden können? Kann ich nicht. Jeremy wird gerade vermisst. Wenn Sie Ihre Daten hinterlegen, dann werde ich mich bei Ihnen zurückmelden. Wie? Er ist weggelaufen? Nein, er verlässt das Haus nicht. Er ist hier irgendwo und unsere beiden Pfleger suchen bereits nach ihm. Das ist unzumutbar. Wo ist Dr. Gray? Ich will sofort mit ihm sprechen. Schön, ich werde ihn fragen. Warten Sie hier und fassen Sie nichts an. Möchten Sie Jeremys Zimmer sehen? Zeigst du es uns? Kommen Sie mit. Guck mal, das hier, okay. Das haben wir gesehen. Diesen Figuren-Garten. Mit Edward wäre diese Sequenz jetzt zum Beispiel ein bisschen anders abgelaufen. Da würden andere Figuren auftauchen und teilweise auch andere Details verraten werden. Also sowas ändert sich schon so ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist wie eine parallele Unterhaltung. Oder, ja, Erzählung. Das Originalspiel, das war aber kein Sanatorium, oder? Nee, das war nur das Herrenhaus von ihm. Sehen wir uns um, vielleicht finden wir was. Da ging es auch auf dem Speicher los, oben. Das kann sein. Genau, jetzt sieht man hier an diesem kleinen Notizzettel, das ist der, wenn du jetzt ins Inventar reingehen würdest, dann hättest du quasi genau hier. Die Haushälterin sagte, dass alle Angestellten des Shadows nach ihm suchten. Aber Emily wollte antworten und verlangte, mit Dr. Gray zu sprechen, dem Leiter der Einrichtung. Ja, sowas finde ich halt total cool. Das fand ich bei Baldur's Gate schon so geil, wenn du immer sauber nacherzählte einzelne Questlogs hast. Also auch wenn ich jetzt ein Jahr nicht spiele, dass ich dann einfach ins Questlog gehe und da quasi die Liste der Dinge sehe, die ich tun muss und vor allem auch die, die ich schon gemacht habe, die dann alle cool zusammengefasst einfach nochmal kurz nachzulesen ist. Das ist so hilfreich, wenn man viel parallel spielt und oft dann nicht mehr so genau weiß, was mache ich eigentlich, wie komme ich hierher, was soll ich hier und so, dann ist es echt sehr cool. Bei Final Fantasy VII Remake es ist mir auch positiv aufgefallen jetzt zuletzt. Diese weiß markierten Punkte, das sind nur so Schlagworte, die ich mir merken sollte, oder? Ja, da weist das Spiel nochmal ein bisschen darauf hin, dass da also so bestimmte Infopunkte sind da jetzt drin. Aber man sieht zum Beispiel, ne, das ist jetzt ein 5 Seiten langer Eintrag. Also manchmal sind die auch wirklich, wirklich lang. Das wirkt schon sehr okkult alles hier. Darf man nicht wirklich ein bisschen wie ein Third-Person-Layer, so 4, so von der ganzen Anmutung von dem Haus. Mhm. So. Okay, die bemalte Scheibe. Oh, ein schönes Schieberätsel. Naja, dann wollen wir mal Markierung bewegen. Sowas gibt es relativ oft im Spiel. Also das ist eine... Aber wie bewege ich die jetzt? AD. Genau, du markierst sie.
Also spielst mit Maus und Tastatur, ne? Drück mal, ja. das ist auch leider in der auch noch nicht ganz sauber. Drück mal E, wenn du über einem von den Feldern bist. Ach so, okay. Das fehlt die Anzeige. Mit dem Gamepad ist es ein bisschen klarer dargestellt. Das ist ein bisschen, da braucht es noch ein bisschen einen Patch oder so. Ja. Wann kommt es raus? Am 22. oder? März. Das kommt raus am 20. März. 20. März, okay. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Sieht aus wie ein Talisman. So wie dieser hier? Könnten Sie ein Messer für die Leinwand suchen? Ich will das hier mitnehmen. Sie wollen das Bild mitnehmen? Klar, ich suche eins. Mich erinnert es auch ein bisschen an Call of the Sea wieder mal. Ja. Wahrscheinlich wegen der weiblichen Hauptdarstellerin gerade. Und natürlich ich gleiche Zeit ungefähr. Für den Transport. Wollen Sie es tragen oder soll ich? Miss Hartwood. Emily? Ich nehme es. Danke. Wir sind hier fertig, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich denke, wir sollten mit Dr. Gray reden. Er muss doch wissen, was hier vor sich geht. Na gut. Machen wir das. Sie, Ihre Erzählung funktioniert besser Kommen Sie, in diesem... Ich will hier nicht übernachten. Was ist hier los? Hier läuft doch irgendwas komisch. Ansatz. Weil er manchmal dafür, dass er ein Detektiv Detective ist, ein bisschen Carnby? Wenig... Wohin sind... Sich fragt, was los ist. Ja. Ja, vor allem ist es ja für sie auch eine persönlichere Erzählung, wenn sie da die Nichte ist, ist natürlich ihre Perspektive die vielleicht spannendere, auch was so Reliability angeht von ihr selber. Gibt es da sowas? Kannst du das anteasern, ob ihre Sicht eine Rolle spielt, dass sie selber auch wahnsinnig ist oder wird oder vielleicht? Was oder? Passiert hier? Wow. Was ist das für ein Ort? Okay. Naja, zumindest ist nicht alles ganz so, wie es scheint. Auf einmal sind wir wo ganz anders. Ja, krass, okay. Auch wieder schön hier mit dem volumetrischen Licht. Also die Atmo und die Orte sind wirklich schön. Das ist, es macht sofort Spaß, sich da umzuschauen, zu bewegen drin. Also ich lege mich jetzt leider, muss ich sagen, schon fest, das ist für mich ein Keep, weil da so viel zusammenkommt, was ich total gern mag. Erstens das Szenario, zweitens, ich mag das Original ja auch total Warte gern. Warte mal, also bis dieses, der erste Kampf kommt. Ja, das ist mir dann aber, glaube ich, das kann noch so lästig sein, das ist mir dann, glaube ich, auch wurscht, weil Scheißkämpfe kriege ich in 1000 Spielen. Scheißkämpfe. Das stimmt. Also wenn ich nicht spielen würde, wo ich die Kämpfe nicht mag, dann würde ich Dinge auch mal fertig kriegen. Aber das ist jetzt von zum Beispiel jetzt schon 1000-mal interessanter als jedes Resi vom Szenario und vom Vibe. Egal, ob jetzt Raccoon City oder das Vierer oder nee. So will ich einen Survival-Horror haben. Auch mit der Musik. Ne? Ja, also Atmos ist wirklich groß. Ich glaube, ich muss ein bisschen Spiel. Leiser machen. Ich sehe schon die Test- den Testsubtitel. Atmosphärische Horror-Hit mit Schwächen. Ich glaube, Horror-Hit ist, ich weiß nicht, ob irgendjemand Hit rüberschreiben wird. Das ist vielleicht eine Nummer zu hoch gegriffen. Muss ich da jetzt schon schießen? Ja, mein Tipp ist übrigens, habe ich auch ein bisschen zu spät gelernt, das Fadenkreuz geht wirklich sehr schnell, wenn man sich bewegt, auf. Also wenn es geht, stehen bleiben, schießen, bewegen, stehen bleiben, schießen. Weil du sonst wirklich sehr schnell daneben haust. Das heißt, ich kann den jetzt auch nicht umgehen, sondern, oh Gott. Okay.
Es gibt noch eine Ausweichtaste. Ja. Entschuldigung. Space. Die funktioniert immerhin. Genau, ist sie sehr intuitiv gleich belegt. Ja, die ist ein bisschen wie bei Alan Wake, also dieser Ausweich-Move. Ja, der macht ja bei Alan Wake gar keinen Spaß. Da zum Beispiel, Alan Wake ist das beste Beispiel. Superspiel, beschissene Kämpfe, muss ich jetzt leider sagen. Die machen überhaupt keinen Spaß. Umgehe ich jeden Kampf oder jede Gegner-Konfro, will ich gar nicht haben. Hätte ich gerne als Walking-Simulator gehabt. Zwei. Ah, okay. Das erste kam mir von den Kämpfen her noch ein bisschen geiler vor, aber das ist natürlich auch schon eine Weile her. Wo ist jetzt der zweite Dude hin? Ich glaube, der ist weggelaufen. Oh Gott. Diesen Nebel, ey. Ding hat ja auch keine coolen Kämpfe. The Medium. Boah, aber die Atmos ist ja der Hammer. Ganz ehrlich. Jetzt sollte ich mal ein bisschen Licht machen. Ist ein bisschen schade. Läuft auch super smooth. Also, also ja. Es hat Shader-Geruckler drin. War ja auch eben gerade zu sehen, als die Figur beim Kampf das erste Mal drin war. Ich hatte bei mir auch teilweise Extreme. Also wo es wirklich, wenn dann irgendwie, gerade bei solchen Abschnitten, wo quasi eine andere Welt dann geladen wird, da hatte ich teilweise Szenen, die dadurch mehr oder weniger ein bisschen von ihrer Atmung kaputt gegangen sind, weil das dann so stehen bleiben. Eigentlich sollte jetzt ein cooler, geiler Schnitt kommen, aber es war dann einfach so beim ersten Mal spielen zumindest. Und jetzt bleibe ich erstmal stehen und dann geht es irgendwie weiter. Ist dann natürlich bei späteren Durchläufen besser, weil es halt dann einmal durchgeladen ist. Gekommen. Ich war in der Shadow. Auf der Suche nach Onkel Jeremy. Jeremy ist Ihr Onkel? Das wusste ich nicht. Woher? Die Stimme kenne ich aber auch. Arbeiten Sie noch in der Shadow? Ja, Lottie und ich sind geblieben. Wir sind jetzt echte Pfleger. Sie erinnern sich an meine Schwester Lottie? Was ist passiert, Baptiste? Wie kamen wir her? Wissen Sie vom Schattenmann, der Ihren Onkel heimsucht? Ich bin vertraut mit seinem Geisteszustand. Ich glaube, irgendwie sind wir in seinem Kopf. Denn diese Straßen sind echt, aber sie finden sich auf keiner Karte. Nein, das hier ist wie eine Erinnerung. Aber eine falsche. Wissen Sie, wie wir zurück nach Dorsetto kommen? Ich bin hier nicht sicher. Das ist leider nur allzu wahr, Mrs. Marcus. Lassen Sie das. Ich bin Emily Hartwood. Und es gibt keinen Grund, mich anders zu nennen. Tut mir leid, Miss Emily. Ich versuche Ihnen nur zu sagen, was los ist. Dieser Ort ist für niemanden sicher. Etwas Böses lauert in den Schatten. Wie komme ich zurück? Nur Jeremy weiß wie. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Meinen Sie diesen Talisman? Mhm. Genau sowas. Er sagt, dass er ihn beschützt. Seit er ihn von Miss Jackson die Straße runtergekriegt hat. Sie wissen, woher er kommt? Waren Sie da? Ich war erst vor einer Stunde dort, hab Jeremy gesucht. Hab abgeschlossen, um die Ghule draußen zu halten. Sie können den Schlüssel haben. Danke. Ich seh's mir an. Passen Sie auf, Miss. Jetzt weiß ich, an wen er mich erinnert. An den von The Green Mile. Also von von der Betonart, wie er spricht. Mhm. Vielleicht ist auch der gleiche Synchronsprecher. So, I'm sorry, Miss Jackson. Hier war jetzt gerade so eine Sache, die ich vom Erzählen her ein bisschen schwierig fand bei dem Spiel. Nämlich dieses, dass sich die Figuren alle sehr, sehr schnell darauf auf das Übernatürliche einlassen. Ja, ja. Also das wird einfach hingenommen, dass das etabliert ist. Und das kann man ja machen. Also man kann das ja, das so etablieren, dass das halt einfach Standard in dieser Welt ist. Aber ich glaube, es hätte besser eingeführt werden müssen. Es hätte klarer werden müssen, dass sich er hier jetzt nicht doll wundert darüber, dass er in einer Fantasiewelt ist. Jeremy auftaucht. Ja, ja. Das ist schon der Punkt,
wo sie dann merkt, okay, sie ist nicht mehr in diesem Sanatorium oder in Der Shadow, sondern wurde irgendwie da raus oder weggebeamt aus seinem Zimmer. Das wird einfach dann so, ja, gut. Ne? Aber ist halt die Frage, wie machst du das cool als Erzähler? Ja. Weil du müsstest ja, gerade so Cosmic Horror, du müsstest ja erstmal, also jeder von uns, der in so eine Situation käme, der würde dann erstmal tagelang überhaupt nicht klarkommen, bis er sich an diese Situation gewöhnt. Das war bei Alan Wake 2 übrigens das Gleiche, dass die Saga Anderson sehr, sehr schnell das so einfach hinnimmt, wie alles ist und so. Und das ist halt immer schwierig, wenn du als Charakter mit sowas Übernatürlichem konfrontiert wirst. Entweder es ist in der Welt schon klar etabliert, so okay. Na, Ghostbusters zum Beispiel, das ist vollkommen okay, weil alle wissen, okay, es gibt nun mal Geister und es gibt nun mal die Geisterjäger. Und klar, ist dann, passiert dann viel Komisches, aber in dem Fall. Was ist das nun? Schon sehr hoppla. Oh, wow, okay. Also, es hätte ein paar mehr Aussagen dazu einfach gebraucht. Ja. Zumindest hier in dieser Anfangsphase. Später ist es alles ein bisschen etabliert, aber ich meine, es ist halt hier sehr viel so mit Dimensionsreisen und das wird alles sehr hingenommen. Hey, was ist das denn da? Kann ich den das, da anlassen? Das ist nur eine Klingel. Oh, jetzt ist er gerade weggegangen. So, jetzt kommt eine Spielmechanik, die ist der absolute Scheiß. Das ist leider wirklich furchtbar. Oh. Genau, pass auf. Man kann Objekte, die rumliegen, aufnehmen. Zum Beispiel, geh mal hier nach links an dem Auto. Warte mal. Nach rechts. Geh mal nicht nach vorne. Hier vorne auf dem Auto, auf dem Rad, auf der Radkappe liegt etwas. Nicht mit dem interagieren, bitte. So, du hast jetzt, die Funktion ist so. Du müsstest das Ding angucken und in die Nähe des Gegners gucken. Zumindest so grob. Und dann würde sie das, so, wenn du Q drückst, sofort auf den werfen. Ja. Alternativ, also du kannst es nicht einfach in die Hand nehmen. Nur, okay. wenn du jetzt Q gedrückt hältst, dann kannst du es in die Hand nehmen und hast es aber immer sofort aufgeladen, ausgerüstet. Und musst also du kannst, es dann, also du ich kann es dann nicht, werfen. Du kannst es nicht, die Hand nicht runternehmen. Ja, vor allem habe ich jetzt halt den Ringfinger auf Q und kann gar nicht mehr nach links draven auf A. Das ist so eine dermaßen dämliche Mechanik. Ist das mit dem Gamepad besser? Nee. Das ist völlig unnötig, miserabel. Also der ist aber auch sehr hässlich, muss ich mal sagen. Das stimmt, das stimmt. Man gewöhnt sich ein bisschen dran, gerade mit Maus und Tastatur, dass man dann eher die Level abrennt und dann immer, wenn da sowas rumliegt, halt schnell die Q-Taste drückt und dann wirft sie das halt schnell. Aber es ist völlig gegen jede Intuition, wie das solche Spiele machen. Ja, und es ist einfach unnötig. Es ist ja wohl voll etabliert, wie man sowas macht. Ja, also du kannst das Spiel halt mal 2 Minuten Last of Us, dann weißt du doch, wie du... Ja, natürlich. Oder überhaupt Wurfmechaniken. Natürlich, total dämlich. Was übrigens auch ein bisschen schade ist, das Spiel hat 2 Bewegungsgeschwindigkeiten, was mit Maus und Tastatur nicht allzu wild ist. Auf dem Gamepad ein bisschen schade, weil es gibt nur dieses langsame nach vorne gehen oder da halt dieses Rennen, was sehr viel Bildgewackel mit drin hat. Und das Standard-Gehen ist auch einfach ein Tick zu langsam tatsächlich. Also es ist nicht gut eingestellt. Auch das wieder so eine Sache, wo du merkst, das hat, gerade was die Gameplay-Bereiche angeht, gibt es viele Ecken und Kanten an dem Ding. Atmosphäre, toll, aber spielerische Umsetzung dann doch leider nur Mittelmaß. Ja, das, weiß, was das du meinst. Ich habe kurz vor Weihnachten ja eine Vorschauversion von dem Spiel gespielt und das war hier die Stelle, an der ich dann aufgehört habe, weil ich das so furchtbar fand. Den ersten etwas längeren Nahkampf, der ist aber inzwischen auch geändert. Da gibt es jetzt, also ein bisschen angepasst jetzt hier. Aber das war wirklich so schlimm. Kommt der jetzt hier? Ja, hier kommt jetzt ein Kampf. Und der war in der Version, die ich Weihnachten gespielt habe. Ich dachte wirklich, gut, hier habe ich im Gamepad gespielt, aber ich wirklich gedacht, ich schmeiß jetzt den Computer aus dem Fenster. Das war, also es war wirklich, es war furchtbar. Also ein Tipp an alle, spielt, wenn es geht, mit Maus und Tastatur, mit dem Gamepad, ist es so fummelig. Die Kamera ist auch nicht wirklich gut, gerade für einen Nahkampf. Sie hängt dann sehr starr an der Figur, geht da sehr mit den Bewegungen. Das ist mit dem mit Maus und Tastatur viel besser, weil du selbst während des Nahkampfs, der immer noch nicht toll dann ist, aber du hast mehr Kontrolle drüber. Ah. War es das jetzt schon oder kommt da noch was? Ich glaube, wenn du die Treppe hochgehst, kommen die. Die? Ja, oben hast du schon einen auf dem Balkon laufen sehen.
Wie nehme ich denn jetzt mein Heilmittel ein eigentlich? Ah, ich glaube mit der 4 oder mit der 1. Also ich glaube, das liegt auf den 1 bis 4 Tasten. Kann das sein? Oder drück mal G oder H. Eins von denen müsste es... Genau. Ich sehe ja gar nicht, wo meine Energie ist. Ja, das ist auch ein bisschen dumm. Da musst du zielen, damit das angezeigt wird. Also wenn du trinkst, zeigt er dir nicht an, wie viel das heilt. Es sind halt alles so Sachen, wo du denkst, es gibt's doch wohl also das nicht. Ist ja echt, das ist echt interessant. Also keine Ahnung. Kannst du gleich aufschreiben. Also ich bin ja normal keiner, der sagt, es müssen alle Spiele gleich sein. Aber man sieht, ich finde, man merkt es bei Sony-Spielen so, dass die einfach so viele Konventionen mittlerweile verstanden haben und so teamübergreifend sagen, okay, das geht ab jetzt so, weil es da funktioniert und so machen wir das jetzt in Zukunft. Ja. Ja, hat auch wenig Impact-Feeling. Nee, ganz, ganz, also es ist, diese Kämpfe sind wirklich, dass man freut sich nie auf einen Kampf. Also ganz anders als bei Resi, wo du wirklich dich an den Gegnern so schön abarbeiten kannst. Hier ist es Hauptsache der Kampf schnell vorbei und dann ist auch gut. Dafür darf man das wirklich nicht spielen. Ja, okay. Und das ist ein bisschen schade, weil das, weil wie du schon sagst, das sind ja alles keine geheimen Sachen. Das sind, es hält sich nicht mal an die etablierten Standards und da wird's dann, da ist dann der Punkt, wo ich sage, hier wird's jetzt aber schwierig. Also sorry, das sind jetzt nicht die völlig verrücktesten Geheimnisse, die man jetzt hier hätte einhalten müssen. Ja, ich habe jetzt auch noch kein Spielelement gesehen, was irgendwie neu ist, sondern alles, was du hier machst, wurde woanders schon mal im Prinzip perfekt gemacht. Ja, genau. Und teils schon in Resident Evil 4 vor 15 Jahren oder wann das war. Sehen wir mal, ob wir mehr über Jeremys Talisman herausfinden können. I'm sorry, Miss Jackson. So, nehmen wir doch einfach mal den. Ja, also wie gesagt, es gibt, also immer wenn es in Richtung Gameplay geht, also es gibt teilweise Abschnitte im Spiel, wo du so denkst, das ist ein Scherz jetzt hier gerade, oder, was hier passiert. Wie fummelig, wie hakelig das ist, wie schlecht umgesetzt am Ende. Also von der Idee vielleicht sogar ganz interessant, aber wirklich dann einfach blöd umgesetzt. Zum Teil auch Kämpfe, weil auch die, es soll ja noch Updates kommen, so ist nicht, aber auch so, es gibt später so kleine Monster, die glitschen halt auch total bescheuert durch die Gegend. Also wo du so denkst, Leute, wenn ihr das nicht handeln könnt, dann baut es nicht ein. Ich glaube, das soll den Talisman beherbergen. Beherbergen, das ist genau das Wort, was sie da benutzen würde. So, und jetzt habe ich hier... Genau, aber jetzt... Du kannst in deinem Inventar... Genau, hier, schau mal. Verwenden soll. Vielleicht findet sich etwas in Jeremys Notizen. Ja, wenn ich I drücke, komme ich nicht in die Notizen. Du musst raus aus dem Ding, genau. Ach komm, ja, okay. Genau, und dann kannst du quasi die Notizen so ein bisschen durchgehen. Man sieht übrigens auch... 3, 5, 8. Du hast schon mehr im Inventar, als du eingesammelt hast. Also jeder Charakter startet mit ein, zwei Sachen. Oder ich glaube sogar mit zwei Sachen. Jeder Charakter startet mit zwei Sachen. Und die sind später dann auch wichtig. Also 3, 5, 8 habe ich gesagt, ne? Genau, 3, 5, 8. Ich denke mal, 8 ist unten... Ach nee, 8 ist oben. Ich glaube, du musst jetzt von oben nach unten 3, 5, 8 eingeben, genau. Genau. So, und jetzt willst du noch der Shadow zurückgebeamt, oder was? Was ist das für ein Bild in dem Glas? Wo ist das? Das ist doch hier der Voodoo-Tisch, an dem ich stehe. Mhm. Das ist auch eine Mechanik, die ganz, ganz oft im Spiel vorkommt, dass man mit diesem Talisman eine Zahl eingeben muss. Man muss eine Zahl finden, die Zahl eingeben im Talisman und damit öffnet man quasi den Zugang zu einer anderen Dimension oder auch den Rückweg zu einer anderen Dimension. Das sind so ein bisschen die Mechaniken. Also man muss zum Beispiel keine, es gibt nicht Item-Kombinationssachen oder sowas wie in einem klassischen Adventure. Hier ist die andere Dimension dann drin. Schön, Sie wiederzusehen, Miss Hartwood. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie hat mir auch gesagt, Sie hätten einen Detective dabei. Ich bin gespannt zu erfahren, was das alles zu bedeuten hat. Sie erinnern sich nicht an mich, oder, Miss Hartwood? Wir trafen uns im Haus Ihrer Familie im Gartenviertel, bevor Ihr Onkel meiner Pflege übergeben wurde. Nein, ich erinnere mich. Verzeihung. Mir geht's nicht so gut. Oh, dann setzen Sie sich doch. Ich mache Ihnen einen Drink. Ich scheine bei Ihnen einen Eindruck hinterlassen zu haben. Andererseits kann ich mich gut an Sie und Ihre Eltern erinnern. Wegen unseres fröhlichen Gemüts, sicherlich. Sie sind zu intelligent, um das zu glauben.
Sie entstammen einer freudlosen Familie, Miss Hartwood. Das einzige Vergnügen an diesem Besuch war, ihren Lieblingsdrink zu erfahren. Einen Old Fashioned. Hey, ist auch mein Lieblingsdrink. Beobachtet. Wie wollen Sie damit wirken? Aufmerksam oder intelligent? Was immer Sie vorziehen. Möchten Sie mir dann sagen, warum Sie hier sind, Miss Hartwood? Und dann noch mit einem Detective? Ich erhielt einen Brief von meinem Onkel. Er schien sich sicher, hier in Gefahr zu sein. Wenn herauskommt, dass Sie ihn schlecht behandeln, nehme ich ihn mit zurück nach New Orleans. Wirklich? Soll er mit Ihnen in Ihrer kleinen Garçonnière leben? Damit würden Sie absolut sicher gehen, als alte Jungfer zu enden. Sie wissen ja sicher, dass Ihr Vater ihn nie zurück in sein Haus lassen würde. Nein, ich weiß es. Vielleicht bringen Sie ihn ja wieder in den Norden. Sie wollten doch schon seit Jahren zurückziehen, nicht wahr? Sie haben schon immer die Familie Ihrer Mutter bevorzugt. Jeremy kann gerne mit Ihnen gehen. Das ist mir gleich. Es gibt aber ein Problem, wie Sie vielleicht wissen. Er wird gerade vermisst. Wissen Sie, wo er sein könnte? Nein, ich fürchte nicht. Meine Leute suchen nach ihm. Ich bin sicher, er wird wieder auftauchen. Vor allem, wenn er hört, dass Sie hier sind. Er mag Sie wirklich gern. Was können Sie mir zu seinem Zustand sagen? Ich habe nie eine Diagnose erhalten. Was ist Ihre medizinische Meinung dazu? Also, mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mensch, depressiv sogar. Er leidet an einer empfundenen Unordnung in seinem inneren und äußeren Leben. Er beklagt sich ständig darüber, dass die Dinge nicht entsprechend ihrer göttlichen Ordnung ablaufen. Und der Schattenmann? Schwer zu sagen, ob das was Bestimmtes war. Jeremy nutzt den Schattenmann als seelischen Sündenbock, um sich nicht der Wahrheit zu stellen, dass er an irgendwas schuld sein könnte. Sie glauben nicht daran, dass der Schattenmann wirklich übernatürlich ist. Warum fragen Sie denn sowas? Ich... Kann man sich sicher sein? Ob der Schattenmann eine böse Präsenz ist, die von Jeremy Besitz ergriffen hat? Naja. Ich versichere Ihnen, jegliche Beweise, die Sie für diese Behauptung haben, sind reine Einbildung. Verfallen Sie nicht der Massenhysterie, Miss Hartwood. Sie wollen doch sicher nicht den Platz Ihres Onkels hier einnehmen, oder? Ich gehe jetzt, Doktor. Ich muss weiter meinen Onkel suchen. Sicher, Miss Hartwood. Ich sage Bescheid, wenn er auftaucht. Ach, wenn er mal nicht auch irgendwie damit drin steckt. Der fiese Psychiater ist auch so ein Dauerding. Gott, bin ich froh, Sie zu sehen. Ich hatte Angst, Sie wären weg. Ich? Sie waren doch verschwunden. Das ist schwer zu erklären. Ich war wohl ohnmächtig, als wäre ich woanders hingegangen. Ist schon gut, Miss. Sie sind sichtlich verstört. Nein, es ist... Ich weiß nicht, was passiert. Das ist alles sehr stressig für Sie. Ich verstehe das. Oh, nein, das verstehen Sie nicht. Atmen Sie tief durch. Setzen Sie sich und rauchen etwas Perique. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie zurück nach New Orleans. Ja? Ich will nur vorher mit Dr. Gray sprechen. Ich will bleiben. Ich habe einen Talisman gefunden, wie der im Bild. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo Taroya ist, wo Jeremy hin wollte. Das ist gut. Nur machen Sie keinen Ärger, ja? Und lassen Sie mich ermitteln. Oh. Das hatte ich auch mal, dass das Spiel abgestürzt ist. Ja, das ist ja nicht so gut. Bisschen schade. Aber kann man, glaube ich, relativ einfach wieder reinspringen. Ja, dann machen wir das doch. Also zum Beispiel diese Situation, die wäre jetzt, wenn man mit Kahn wie spielt, halt einfach umgedreht. Auch der Dialog wäre ein bisschen anders. Aber warum ich es mit Emily fürs erste Durchspielen empfehlen würde, ist, dass man, dass sie halt, wie gesagt, ein bisschen mehr zweifelnd auf die Sachen reagiert. Ja, kannst du relativ schnell machen, 3, 5, 8 und die Zwischensequenz einfach überspringen. Einfach jetzt hier. Ja. Das passt bei ihr ein bisschen besser. Auch wenn immer noch dieser Level da ist, dass es ein bisschen,
dass man einen etwas zu großen Sprung machen muss, um das alles für glaubwürdig zu halten. Und selbst innerhalb dieser Erzählwelt, da hätte irgendwie am Anfang stärker etabliert werden sollen, dass es halt, ja, sie sind in New Orleans, sie glauben an das Okkulte, es gibt das Okkulte. Naja, sie hat in der Familie schon öfter so Fälle gehabt oder kennt so Geschichten aus ihrer Familie, dass es da Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, und sie im Gegensatz zu den meisten Leuten, die sie kennt, weiß, dass da auch was dran ist und wundert sich dementsprechend über Okkultes nicht mehr so sehr. Irgendwie irgendwas. Ja, genau. Aber ich fände es, aber wenn man dann den Edward spielt, dann darf das eigentlich so nicht passieren, finde ich. Also ja, oder mit Edward müsste halt dann auch etabliert werden, dass er schon mal solche Fälle hat. Weißt du, dass er ein bisschen in diese Richtung auch ermittelt hat schon mal. Der Detective für auch mal was Übernatürliches. Und so, da, man muss einfach das Setting besser bauen. Wie Eddie Valiant. Dieses Wort habe ich auch noch nie gehört. Habe ich auch, das kannte ich auch nicht, das Wort. Lanyap? Ich weiß nicht, also ich kannte es nicht. Wenn ein Talisman wie dieser hier Tore zwischen dem französischen Viertel und der Sedo öffnen kann, dann versteckt sich Jeremy vielleicht in einer anderen, seltsamen Welt. Einer Welt wie Taroea, die er in seinem Buch erwähnt hat. Egal wo er ist, es ist klar, dass meine Suche sich nicht nur auf der Sedo konzentrieren kann. Ja, gut, dass sie auch immer gleich den richtigen Schlüssel parat hat. auch hier, jetzt, das nimmt sie jetzt einfach so hin. Nicht ganz ausgereift, also technisch und buggy und so, also das, mal schauen, was da jetzt noch ein Patch kommt zum Release. Ah, hier ist der Safe, mit dem Rätsel. Sieht stabil aus. Nee, das ist ein anderes. Ja, okay. Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Das hat nicht ganz das ausgewählt. Genau, hier kriegt man jetzt dann zum Beispiel auch einen Überblick mal über die Patienten, die hier sind. Sandra Beauregard, Grace Saunders, Michael McCarthy, okay. Also es sieht auf jeden Fall, das nächste Sherlock Holmes, was wir spielen, soll bitte so aussehen. Da wäre ich dann schon happy. Ja, vielleicht spielen wir ja vorher erstmal den zweiten Teil von dem Cthulhu-ähnlichen Ding hier. Nicht Layers of Fear. Sie haben doch jetzt angekündigt, dass sie eine Fortsetzung machen von dem... Ach so, Sinking City. Sinking City, genau. Mhm. Da haben wir den ersten Mal gespielt. Ich glaube, mal angespielt. Ja. Der war auch sehr durchwachsen. Ja. Der wäre so cool gewesen. Der hat so geil ausgesehen mit der Atmo. Aber der ganze Open-World-Kram, der war so ein Schmarrn. Nee, hier gehst du wieder zurück zum Doktor. Ach so. Du musst rechts durch die Tür. Von da bist du. Ach hier, okay. Und steck mal die Waffe an. Ja, also wie gesagt, also da hapert es an Finstellen so ein bisschen, was diese ganzen Gameplay-Umsetzungen uns angeht. Deshalb, also ich wäre nicht überrascht, wenn das Spiel größtenteils so im 7er-Bereich landet. Vielleicht auch manche 6er. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere 80er-Wertung auch dabei ist. Für Leute, die sich sehr dann, also die sehr, sagen wir mal, die Gameplay-Schwächen und die Umsetzungsschwächen ausblenden können und sich sehr auf die Atmo konzentrieren. Man kann wahrscheinlich auch sagen, das ist nicht der richtige Schlüssel. Man kann wahrscheinlich auch sagen, geh mal hier nach links, dass das wahrscheinlich das beste Alone in the Dark, also den 90er Alone in the Darks ist, aber was heißt das schon? Ne? So. Von denen aus den 90ern war auch nur das erste, das, was diese besondere Atmosphäre hatte. Ich weiß, uns war das damals ziemlich scheißegal, dass das Zweier dann ganz anders war. Aber nach rechts hier, nach rechts. Jetzt rückblickend war das erste ja das mit diesem Cthulhu, Louisiana, Voodoo, ja Voodoo nicht, aber halt mit dieser Atmo. Und das zweite haben sie sich gedacht, hey, das war unsere größte Stärke, komm, lass doch mal das jetzt viel bunter und actionreicher und mit Piraten-Zombies machen. Und beim dritten waren es dann Cowboy-Zombies. Mhm. Was ich ehrlich gesagt origineller finde als Piratenzombies. Also in so einer alten Westernstadt oder so, das war schon ein bisschen, zumindest originell. Mhm. Das mit den Piraten war einfach ein einziger Schmarrn. War uns also aber auch wurscht. Damals. Erstmal die Quarzen. Solche Begegnungen hier zum Beispiel, die finden teilweise dann auch ein bisschen an anderen Orten statt. Also Edward zum Beispiel trifft die Frau jetzt hier mit dem grünen Kleid
an einer anderen Stelle. Mhm. Guten Abend, Miss Hartwood. Das ist Ihr Name, oder? Es wäre mir sehr peinlich, wenn nicht. Das stimmt. Emily Hartwood, Jeremys Nichte. Sehr erfreut. Ruth. Ruth Talon. Von welchem Team kommt denn das eigentlich? Rauchen Sie da etwa Perry? Das Studio heißt Pieces Interactive. Ist, glaube ich, Ihr erstes Spiel. Das mag sein. Aber ich mag es. Würden Sie vielleicht teilen? Der Geruch weckt in mir die reinste Nostalgie. Ah, nee, ist nicht Ihr erstes Spiel. Sorry. Magica 2 haben die gemacht. Und die haben ein paar von den Titan Quest Add-ons gemacht, die jetzt dann später noch rauskamen. Ist es so gut wie erhofft? Ich mag Ihre sanfte Spöttelei, Miss Hartwood. Wir würden sicher gute Freundinnen werden. Wie schmeichelhaft. Leider sind Sie ja hier eingesperrt. Ihre Unaufrichtigkeit ist wirklich erfrischend. Wären Sie doch nur so verrückt wie ich, dann könnten Sie bleiben. Warten Sie einfach noch ein paar Jahre. Wahnsinn ist eines der Privilegien meiner Familie. Oh gut, ich freue mich jetzt schon darauf. Sie wissen nicht, was mit Jeremy passiert ist, oder? Alle Leute hier sind wirklich seltsam. Und es ist schwer einzuschätzen, was man so hört. Manchmal hört es sich aber recht spannend an. Gut gegen Böse und all das. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen wohl nichts Hilfreiches erzählen. Ist auch nicht wichtig. Danke für diese kleine Pause. Bon voyage. Was ganz cool ist, die Geschichte ist etwas komplexer, als man vielleicht denken würde. Also es ist ein bisschen, es gibt ein bisschen unterschiedliche Ebenen. Allerdings muss man da dann auch teilweise ein bisschen zu sehr auch so in Dokumenten hinterherlesen, um das so ganz mitzubekommen, weil das Spiel in seiner eigentlichen Erzählung das manchmal nicht hinkriegt, alles davon rüberzubringen, wie es es eigentlich müsste, wenn man sich, sagen wir mal, auf die Haupterzählung konzentriert. Also es ist so ein bisschen, ja, als, es ist manchmal, als würden bestimmte Bruchstücke fehlen. Und die kriegt man aber auch nicht, wenn man einfach beide Seiten der Erzählung mitbekommt, sondern es ist zum Beispiel, also es ist jetzt kein großer Spoiler, aber es gibt natürlich auch Tote. Und eine von diesen toten Figuren, die kannst du, das wird vielleicht mal im Nebensatz erwähnt, dass die nicht mehr da ist oder auch mal in so einem Textdokument irgendwo auftauchen. Aber ansonsten sie ist einfach von einem Moment auf den nächsten ist die nicht mehr lebendig und du kannst sie an einer Stelle sogar ihre Leiche sehen, aber das ist in einem völligen Nebenweg und wow. Was geht hier vor? Okay. Okay. Ja. Und obwohl es eigentlich wichtig sein sollte, passiert es zu sehr, sagen wir mal, neben der Haupterzählung. Und da hätte es die ein oder andere Stelle ein bisschen gebraucht, wo die wichtigen Punkte doch mal ein bisschen wortwörtlich auf den Punkt gebracht werden. Ja. Weil gerade wenn du den Spieler mit sehr, sehr vielen Storylinien und sehr vielen Details und Hinweisen zuknallst, was das Spiel durchaus ein bisschen macht, um so eine Art Universum aufzubauen, dann musst du zumindest wenn du die Geschichte das erste Mal erzählst, müsstest du etwas besser eine Art Hierarchie einbauen. Was ist jetzt wirklich der wichtige Teil und was nicht wirklich? Also welche Brotkrümel, die du so ausstreust, welchen Brotkrümeln folgst du und welchen nicht? Und da hat das Spiel nicht immer das passende oder das nötige Händchen, um seinen Plot komplett nachvollziehbar rüberzubringen. Das ist ein bisschen problematisch. Auch das ein Schicksal, das es mit Alan Wake 2 teilt, das auch es nicht schafft,
dir, also erstens gaukelt es dir viel mehr Layer vor, als es letztlich dann interessant hat, und die erzählt sie dir aber nicht sauber genug. Rausgehen nach rechts. Ja. Das ist, finde ich, bei... ich finde das so schade, weil das ist so wichtig bei solchen Spielen oder ja, überhaupt bei ja. so vertrackteren Geschichten oder wenn es psychologisch wird oder ja. wenn Dinge angedeutet werden oder wenn hinter Taten oder Gedanken noch irgendwas anderes steckt. Ja. Dann musst du es halt auch sauber schwer. Erzählen können. Ja, ja. Das ja, ist auch nicht einfach, glaube ich. Nee, gerade in dem Medium, wo zwischendurch immer noch die Gameplay-Unterbrechung drin ist. Was schleichen Sie denn hier rum? Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Tut mir leid. Ich wollte Ihr Ritual nicht stören. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Voodoo praktiziert wird. Dem Doktor mag es nur um Wissenschaft gehen, aber ich weiß, dass diese Wurzeln Macht haben. Wissen Sie, was hier los ist? Ich glaube fast, der Sedo ist verflucht. Bei diesem Spiel gibt es mehrere Spieler. Der Seto ist nicht verflucht oder gesegnet. Es ist ein Schlachtfeld. Und es wäre alles wesentlich besser, wenn Sie Ihren Onkel hier rausholen. Am besten schnell. Das versuche ich doch. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Miss Hartwood. Das tue ich wirklich. Nun, entschuldigen Sie, ich muss nach meinem Gumbo sehen. Wer muss das nicht? Was ich zum Beispiel denn? Auch von der technischen Seite echt ein bisschen schade finde, du kannst es ja mal kurz machen. Geh mal kurz ans Ende, nach links von dem Park. Hier? Nee, nach links. Ach, nach links, das andere links. Ja. Stell dich da mal in den Torbogen und dann geh mal einfach langsam in Richtung der Wand. Also nicht der Wand, sondern also der anderen Seite des Gartens. Lauf mal einfach gerade vorwärts. Diese Level sind insgesamt nicht sehr groß, aber du hast ständig Detail-Pop-Ins. Überall. Ja. Also es ist wirklich, also selbst wenn du das Spiel auf dem PC auf den höchsten Einstellungen hast, hast du immer irgendwo ändert sich was an den Detaildarstellungen. Und man sieht es hier auch schon. Also schauen wir nochmal da hinten an der Hecke, vor allem bei den Wurzeln und bei den... Ja. Also sehr viel bei den Pflanzen, fällt es oft auf. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich so sage, ey, 2024, bei so kleinen Leveln, also es sind wirklich, das hier ist so die Standardgröße, wie weit du meistens sehen kannst. Das ist jetzt echt nicht jetzt hier, wir reden hier nicht von Open-World-Welten und so, dass ich auf dem PC in der höchsten Einstellung nicht einfach das Zeug stabil habe. Das nervt, also das ist ein bisschen, ist jetzt kein Weltuntergang, aber es, wo du so denkst, mein Gott, wann werden wir das Problem endlich mal los? Also, es muss doch nicht mehr sein. Aber das ist zum Beispiel ein gutes kleines Beispiel für ein Rätsel. Ne? Da ist jetzt ein Wasserschlauch und der Wasserschlauch läuft irgendwo hin und irgendwie muss man an das Item in dem Eimer rankommen, der da in dem Loch ist. Tja, was könnte man da machen? Könnte man dem Wasserschlauch folgen und dann aufdrehen. Könnte man den aufdrehen. Aber hier ist der Wasserschlauch wird wahrscheinlich aus dem Bauch aus dem Baum rauskommen, sondern vielleicht irgendwo aus der Wand. Genau hier. Naja, also wir merken schon, das Spiel ist noch nicht. Die Frage ist, ob noch nicht voll ausgereift, was jetzt so wenige Tage vor dem Release auch nicht das beste Zeichen ist. Was glaubst du, patchen die das noch so, dass man sagt, okay, in einem halben Jahr ist es also dann soweit fertig und sie packen auch so Sachen wie dieses Gegenstände werfen auf Gegner und so noch an oder wird es vielleicht ein bisschen bugfreier, aber grundsätzlich sich nicht mehr viel ändern? Was meinst du? Also beim aktuellen Track Record von THQ, die ja zu Embracer gehören, und würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie sehr viel Nachpflege betreiben. Es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Spiel an und bei manchen Spielen machen sie es, Jagged Alliance und aufs Studio, was am Ende tatsächlich die Umsetzung macht. Bei Jagged Alliance gab es relativ viel noch im Nachhinein, aber andere Sachen haben sie relativ schnell dann auch fallen gelassen, je nachdem, wie erfolgreich die Sachen sind. Ich würde mir jetzt keine allzu großen Hoffnungen machen, dass zum Beispiel sowas wie dieses Werfen-Ding angepasst wird vom Gameplay.
oder dass zum Beispiel das mit diesem LOD-Details angepasst wird. Das glaube ich nicht. Da scheint auch gar kein Bewusstsein so wirklich für sowas da zu sein. Vielleicht wird diese ganze Geschichte mit den Shader-Rucklern, die ich manchmal noch hatte, dass das noch ein bisschen optimiert wird. Und so ein paar kleine Bugs, die drin sind, auch mal jetzt hier so ein Absturz und so. Da steht auch, das war schon so in den Infos mit drin, dass es nochmal zum Release nochmal so einen kleinen Patch geben soll. Das, glaube ich, kriegen sie durchaus in den Griff. Ich muss auch sagen, es war jetzt nicht so, dass ich beim Spielen ansonsten große technische Probleme hatte. Wie gesagt, Shader-Ruckeln war ein bisschen nervig. Einmal, so wie jetzt hier, hatte ich auch einen Absturz. Und ich hatte einmal tatsächlich, das war wirklich ärgerlich, ich hatte einmal einen Plotstopper-Bug in einem Durchlauf, weil ich eine bestimmte Aktion dann nicht mehr ausführen konnte. Das heißt, ich hätte also einen älteren Spielstand laden müssen und dann wäre es gegangen. Das Dumme war, ich hatte keinen älteren Spielstand von dem Durchlauf, weil man hat nur 10 Speicherstände und ich hatte mir die in dem einen Durchlauf quasi ja alle schon belegt. Ist auch wieder so dieser Scheiß mit den begrenzten Speicherständen, gerade in der PC-Version. Also so ein Humbug. Also ich denke mal, so eine Sachen werden sicherlich noch repariert werden, aber dass die Laufgeschwindigkeit ein bisschen zu langsam ist, dass die Kämpfe mit dem Gamepad einfach nur eine nervig formuliere Scheiße sind, das wird sich nicht, da wird sich nichts dran ändern, das glaube ich nicht. Weil das hätte schon vorher passieren müssen. Und dann merkst du auch, dass da gar kein, wie gesagt, da ist kein Bewusstsein dafür da, glaube ich. Also da würde ich jetzt mal keine Hoffnung drum machen. Aber es ist wirklich, von dem, was ich bis jetzt so erlebe, also meine Erfahrung ist, es ist wirklich ein atmosphärisch sehr schönes Spiel. Es ist halt nur in seiner Umsetzung kommt es oft nicht an die Vision ran, die das, glaube ich, durchaus hat. Und das ist ein bisschen schade. Dann würde ich da jetzt mal die Parallele ziehen zu The Medium tatsächlich. Also es fühlt sich ein bisschen wirklich auch an wie so ein Bloober-Team-Spiel, ne? Von Atmosphäre gelungen, aber halt so typische Gameplay-Hakler und so dieses, ach Mensch, man kann doch nachgucken, wie es geht, wieso macht das nicht so? Ne? Aber The Medium mochte ich auch total gern, irgendwie, obwohl ich jetzt echt kein Survival-Horror-Fan bin. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, dieses ganze nervige Kleinzeug, das hat Alan Wake auch. Und wenn das für Spiel des Jahres nominiert wird, das hier vielleicht jetzt nicht, aber allein die Atmosphäre und die Optik und so gefällt mir so gut, dass ich dem jetzt trotzdem ein Keep. Ich würde allerdings tatsächlich noch einige Patches abwarten. Und dann mal schauen, was noch draus wird. Macht aber nichts, weil es ist, glaube ich, in einem Jahr oder so auch immer noch ein schönes Spiel. Dem würde ich mich voll anschließen. Das ist ein Spiel, was ich jetzt nicht gleich zum Release kaufen würde, sondern wo ich einfach warten würde, bis es das vielleicht mal für 20, 25 Euro, vielleicht nicht unbedingt 20, aber also ich würde sagen, ab 30 Euro wäre es okay. Ja. Für das, was man kriegt. Wenn man diese Art von Spiel mag und wenn sie vielleicht noch das eine oder andere ein bisschen noch gerade patchen, so viel Alternativen in dem Bereich, muss man ja auch sagen, gibt es gar nicht unbedingt. Ne? Also nee. Von daher. So, dann verschmelze ich hier jetzt mit Emily noch in dieser wunderschönen Umgebung mit den anderen. Mal schauen, ob mich jemand hier finden kann. Wir sagen Dankeschön und schaltet gerne wieder ein zu einem Let's Play hier bei uns auf dem Kanal, zu einem unserer Podcasts oder zur nächsten Folge Keep or Kill. Bis dann. Macht's gut.